Am MIT, einer der führenden Universitäten des Landes, war Ben Campbell der begabteste Student. Ben hat gerade eine effizientere Methode zur Näherung der Nullstelle gefunden als Isaac Newton. Doch es gab Probleme, die selbst er nicht lösen konnte. $300.000 Studiengebühren? Wo kriege ich denn bitte so viel Geld her? Bis er eines Tages seine Chance bekam. Komm, kleines Genie, und folge mir. Ist das hier so eine Art Mathe-Club? Schon mal Blackjack studiert? Sie meinen sowas wie Karten zählen? Als Team, ja. Wann? An den Wochenenden. Und wo? Willkommen in Vegas! Und wenn wir erwischt werden? Wir verhalten uns unauffällig und warten auf das Signal. Gekreuzte Arme? Der Tisch ist heiß. Blackjack! Ich mach das nur, um die Uni bezahlen zu können. 300.000, dann bin ich raus. Eure neuen Identitäten liegen an der Bar, Rona, Miss Summers. Wladimir Stubnitzki. Wow! Kann losgehen! Nein, bitte mach weiter, das Video wird so geil. In den letzten Nächten wurden wir geradezu ausgeschlachtet. Siebenstellig. Das Hard Rock hat mir eine Suite spendiert. Cool. Willst du sie sehen? Die Leute geben ihren Gefühlen nach. Das wärst du nicht. Ja! Ja! Ich glaube, ich habe hier was. Du bist auf dem MIT. Wie geht's Professor Rosa denn so? Was ist mit $300.000? Dann bin ich raus. Ich bin nicht mehr der Typ, der ich in Boston war. Du bist nur so gut für mich wie das Geld, das du machst. Ich habe ihn viel mehr gebracht, als ich verloren habe. Wir tragen das Risiko. Er spielt ja nicht mal. Wozu brauchen wir ihn? Du weißt ganz genau, wozu ich fähig bin. Oder etwa nicht? Ich kann dieses Team leiten. Die Einsätze sind hoch und es ist gefährlicher. In Vegas kannst du werden, wer du willst.